Hallo und willkommen zu meinem heutigen Video. Wir sind heute wieder an meinem Schreibtisch. Ich wollte euch mal noch mein Dezember-Insert zeigen, was ich jetzt fertig habe. Ich kriege es gar nicht ab hier. So sieht es jetzt von außen aus. Und das hatten wir ja zusammen gemacht. Jetzt kann ich noch mal von hinten muss, glaube ich, noch ein bisschen kleiner. So. Jetzt auch noch mal rückwärts blättern. Was ihr noch nicht kennt. Da habe ich noch nicht mal was geschrieben. Aber ihr seht, ich habe versucht, das so ein bisschen Ginny Blume Style zu machen. Das haben wir doch zusammen gemacht, ne? Okay, dann heißt es, da war jetzt nicht so viel zu sehen. Dann gehen wir hier mal in das Aktuelle vom Januar. Und zwar habe ich das in einem Heftchen, das hatte ich in Venedig gekauft, als ich da im November war. Das war natürlich größer als, also es war A5 und das musste ich dann abschneiden und dann habe ich das hier so nach innen geklappt. Das Titelblatt war auch natürlich zu groß und habe ich es umgeklappt hier und habe dann da einfach noch so eine Karte reingesteckt mit meinen Vorsätzen fürs neue Jahr. Das hier ist immer ja bei dem Sora-Kalender vorne drauf, den ich wieder für dieses Jahr natürlich auch habe. Ja, hier war ich krank. Ja. Unsere Tochter hat uns netterweise noch die Grippe mitgebracht. Ich habe auch immer noch so ein bisschen Husten, das werdet ihr vielleicht mal hören. Ja. Also ihr seht, ich habe es weiterhin versucht, so ein bisschen so clustermäßig zu machen. Das hier waren die, das war so ein kleines Heftchen, was bei dem neuen Aero Bonici dabei war, den ich für die Arbeit jetzt habe. Ja, da ist unsere Tochter jetzt. Da ist sie hingeflogen. So, und wir machen jetzt den Freitag. Aber ich möchte euch noch zeigen, dass ich wieder gefunden habe. Und jetzt machen wir hier mal erstmal die Klammer rein. So. Ich war nämlich wieder an das Regal schauen. Ne? Und hier, 26. Februar 1961. Großartig, oder? Das nicht, also ich meine, das hat da einfach jemand so reingetan. Daraus würde ich sagen, werden wir uns heute was aussuchen zum Journal. Ich bin jetzt, gerade solche Sachen hier finde ich einfach großartig. Ja. Und dann habe ich auch noch ein bisschen geshoppt heute. Ich habe noch ein paar Stempel mir gekauft. Stempelfarbe und hier so ein bisschen Papier. Ja, irgendwie konnte ich meine ganzen Sachen, die ich habe, nicht mehr sehen. Immer das Gleiche verwendet. Ja, so, jetzt seid ihr auf dem neuesten Stand. Wir machen jetzt den Freitag, den 6. Januar zusammen. Und ich würde mal sagen, wir schauen mal nach, was wir hier was finden. Was haben wir gemacht am Freitag? Das war gestern. Wir haben eigentlich, doch, genau, ich war ja hier beim Buchregal und wir haben einen Spaziergang am Meer gemacht. Ja, das ist sehr schön. Ach genau, das seht ihr wahrscheinlich am Anfang von diesem Video.
Das war der Strand, wo der Hund rennt. Nee, ich glaube, der Hund ist bei beiden Stränden. Also, ja, der Strand, wo der Hund ins Wasser rennt. Vielleicht, ja, ich weiß noch gar nicht, wie ich das Video zusammenschneide, aber ich glaube, ihr werdet es sehen, wo wir gestern waren. Die sind doch super, oder? Das finde ich großartig. Also einen Hut brauche ich unbedingt. Herrlich. Vielleicht nehme ich so eine dann mal. Ja, ist ganz nett. Schwierig, die Entscheidungen. Oder die da, die ist eh schon rausgerissen. Dann nehmen wir doch die mal. Toll, oder? Also, wie lecker das aussieht. Ah, die Nase läuft auch, Entschuldigung. Oh je, oh je. Ja, also auf jeden Fall würde ich mal sagen, da kann ich noch so einiges davon verwenden. So, jetzt fangen wir mal hier mit an. Ich sie sogar ganz ausschneide. Also sieht es ja irgendwie ein bisschen komisch aus. Ne? Also wir könnten ja auf jeden Fall davon noch was drunter machen. Und dem Papier hier. Wir könnten jetzt ja mal wieder dieses, ich mache hier rechts mein Cluster aufbrechen. Wäre ja vielleicht auch mal irgendwie eine Idee. Sowas noch dazu, aber ich glaube, das passt jetzt farblich nicht so gut. Das war übrigens eine Verpackung von einem Croissant. Oder ich gucke mal in mein neues Buch hier. Was wir da so an Farben haben. Papiere sind ja auch nicht so schlecht. Sowas vielleicht. Merken. Das Grün. Oder so ganz verschiedene. Ist auch ganz gut. Ja, Qual der Wahl mal wieder. Übrigens, mein letztes Video, ich weiß auch nicht warum, als ich das hochgeladen habe, das hat über 12 Stunden gedauert, das hochzuladen. Das habe ich echt noch nie. 12 Stunden. Ich habe gedacht, das wird irgendwie gar nicht mehr fertig. Also auf jeden Fall muss da unten das weg, weil den Vogel, den will ich noch woanders verwenden. Das heißt, ich werde auf jeden Fall mal hier wegreißen. Ich mir halt auf der Rückseite was Wichtiges. Und dann könnte ja die Dame dahin und dann noch ein bisschen was von dem. Dem da. Und dann müssten wir hier jetzt noch irgendwie was haben. Aber der Mond ist ein bisschen komisch. Ist zwar Vollmond oder fast. Ich kann hier mal ausschneiden.
Ja, das ist schon ganz lustig. Unsere Tochter ist ja jetzt Galapagos. Und da sind 7 Stunden Zeitunterschied. Schon irgendwie echt auch gewöhnungsbedürftig, weil da hat man gar nicht so viel Überschneidungszeit. Wache Überschneidungszeit. Ja, vielleicht ist das gar nicht mal so schlecht. Beim Datum weiß ich noch nicht, ob ich das nehme oder das andere. Also ja, wie gesagt, ich hoffe jetzt mal, dass dieses Video nicht auch wieder 12 Stunden dauert zum Hochladen. Aber hier auf dem Land ist halt das Internet nicht ganz so schnell. War jetzt blöd. Wieso? Hm? Dann könnte man das sogar auch noch hier irgendwie. So, mal gucken, ob wir das nachher alles wieder hinbekommen. So. Fangen wir damit mal an. Jetzt habe ich schon Datum verloren. Ja, was soll ich euch erzählen? Ich weiß gar nicht. Gibt gar nicht so viel Neues. Ja. Also, oh, es wackelt, ne? Ich würde jetzt einfach mit meinen Videos so weitermachen. Wie bisher. Ich hoffe, es wird euch nicht irgendwann mal wirklich langweilig, aber dann müsst ihr halt nicht mehr zuschauen. Weil ich wüsste jetzt auch nicht, was ich groß ändern sollte. Hat man das irgendwie? Das heißt, dann kommt jetzt als nächstes das hier. War denn das? Das war weiter unten hier. So, das kann eigentlich auch schon drauf. Auch schon drauf. Also, ja, wenn ihr irgendwie Wünsche habt, videomäßig, was ich mal machen soll, dürft ihr mir das auch gerne schreiben. Also auch vielleicht, keine Ahnung, was ich für Sachen verwende oder was weiß denn ich, was euch interessieren könnte. Oder Anne hatte jetzt Planerbeere hatte jetzt gefragt, wie ich meine Thumbnails mache. Wenn euch das interessiert, könnte ich das natürlich auch mal zeigen. Also das mache ich mit Procreate. Oder so, ja. Könnt ihr gerne Wünsche äußern. Ich habe ja jetzt auch ein neues iPad, ne? Das sieht es ja nicht mehr so schlimm aus. Also vielleicht, ich weiß ja nicht, ob euch das mit GoodNotes und Procreate und so interessiert, dann könnte ich da natürlich auch mal Videos dazu machen, weil das benutze ich doch relativ häufig. Gerade auch für so Sachen wie jetzt die Thumbnails oder so. Ich würde da, glaube ich, gerne noch ein Washi-Tape hinmachen. Da muss ich jetzt mal kurz da unten ran. Ich glaube, das. Wobei, das würde auch ganz gut passen. So Werkzeug hier arbeiten.
Stumpfe Schere. Stumpfe Schere, wackelnder Tisch. Ja, ihr müsst was ertragen hier. Wobei die stumpfe Schere, die muss eher ich ertragen. Hier noch was? Oder ist das dann zu viel? So ein bisschen Paris. Noch nie schaden. Schreiben kann ich da jetzt nichts mehr. Ne? Seht ihr auch so. Ja. Egal. Nachdem ich es neulich ja sogar schon vergessen habe, was zu schreiben. Aber wie ihr ja wisst, dokumentiere ich ja alles auch immer digital. Das heißt, ich weiß dann trotzdem noch, was ich wann gemacht habe. So. Ja, jetzt kommt die Madame auch noch drauf. Heute war es jetzt wirklich so, dass das nicht irgendwie meine Sachen, die ich jetzt hier habe, das sind halt alles jetzt so alte Bücher und so, das ist halt irgendwie immer so mehr oder weniger das Gleiche. Und das hat mich jetzt alles so gelangweilt, dass ich mir dann da noch dieses Heftchen gekauft habe mit den Waldbildern. Da könnte man das eigentlich auch hinmachen. Ja. Oder hier. Nee, wir machen das ganz anders. Wir haben uns doch heute Stempel gekauft. Ich stempel jetzt das Datum, wenn ich die aufbekomme. Hier gibt es nämlich tatsächlich so einen kleinen Bastelladen. Und ich war ganz erstaunt, was die alles haben. So hier mitten in der Pampa. Das ist da nicht vorgeworfen. Ganz fancy Stuff hier aus dem Bürobedarfsgeschäft. So, jetzt sollte ich diesen Stempel da auch noch rausbekommen. Okay, die da irgendwie festgeklebt. Ich glaube, die sind am Stück. Oh, je, je, je. So. Real Life Journaling mit Dani. Aber wie schön das gestempelt hat. Jetzt kriege ich sie nicht mehr rein. Ach, so. Und den kriege ich auch nicht mehr rein. Ja, das ist halt schon so eine Sache hier, ne? Machen wir mal ran. Okay. Das wollte ich noch aufkleben. Ne? Wenn ich will, kann ich da unten noch drei Sätze hinschreiben. Und wenn nicht, dann halt nicht. So sage ich jetzt mal, ich lasse das jetzt mal so. Und ja, es hat mir Spaß gemacht, jetzt mal wieder mit neuen Sachen zu journalen. Und ich hoffe, es hat euch auch ein bisschen Spaß gemacht, mir dabei zuzuschauen. Und ja, wie gesagt, ich bin immer froh, wenn ihr mir einen Daumen hoch und nette Kommentare hinterlasst und einfach beim nächsten Mal auch wieder dabei seid.
Und bis dahin, ciao.